Liebe Schülerinnen und liebe Schüler, willkommen im Deutschunterricht für die dritte Klasse. Mein Name ist Lea Lesa Dolenz und ich werde heute eure Deutschlehrerin sein. Dakle, moje ime je Lea Lesa Dolenz, ja ću biti danas vaša učiteljica njemačkog jezika. Unser Thema heute ist, naša tema je danas, kao što možete vidjeti, Einkaufen im Supermarkt, odnosno kupnja u supermarketu. Am Ende dieser Stunde werden wir das Essen und Trinken nennen können. Dakle, na kraju ovog današnjeg sata moći ćemo imenovati jelo i piće. Sagen können, was ich einkaufen. Moći ćemo reći što kupujemo. Einen Text verstehen können. Razumjeti. Tekst, einem Video Informationen entnehmen, iz videa izvući određene informacije, einem Lied Informationen entnehmen, izvući iz pjesmice određene informacije. Za ovaj sat njemačkog jezika potrebno vam je sljedeće. Papir, ura heft, dakle papir ili bilježnica, Bleistift, ura kuli, olovka ili penkala, jer ćete naravno nešto zapisati, slušalice i internet jer ćete rješavati neke digitalne zadatke, odgledati si video, odslušati pjesmicu. Važno je isto tako napomenuti da ovu video lekciju možete u svakom trenutku zaustaviti ako želite riješiti neki zadatak ili pročitati tekst, te naravno zatim ponovo pokrenuti. Also fangen wir mal an, pa da započnemo. Rate mal was das ist. Igrat ćemo jednu igricu pogađanja. Ich zeige euch ein paar Bilder. Pokazat ću vam nekoliko sličica, aber ihr werdet nur die Hälfte von einem Bild sehen. Vidjet ćete samo polovicu sličice. Na osnovu te polovice trebate pogoditi što se zapravo na toj sličici nalazi. Ok, also. Das ist das erste. Und das zweite Bild. Und das dritte. Und das vierte, weiter, ja, und das haben wir, und das haben wir, und das, und am Ende, schaut euch die Bilder an, pogledajte si sličice, polovicu sličice i probajte pogoditi što zapravo cijela sličica prikazuje. Das erste Bild, genau. Was ist das? Das ist der Käse. Tako je. Ajde ponovite za mnom. Der Käse. Super. Dann weiter. Was ist das? Genau. Das ist die Banane. Ajde ponovite za mnom. Die Banane. Weiter. Was haben wir? Was ist das? Ja. Das ist das Ei. Ajde ponovite za mnom. Das Ei. Weiter, ja, bravo, das ist die Milch. Ajde ponovite za mnom, die Milch. Was ist das? Ja, das ist das Brot. Ajde ponovite za mnom, das Brot. Und was ist das? Das ist das Fleisch. Ajde ponovite za mnom, das Fleisch. Weiter. Ja, das ist das Hühnchen. Ajde ponovite za mnom, das Hühnchen. Toll, super. Und das weiter? Ja, das ist der Joghurt. Ajde ponovite za mnom, der Joghurt. Super. Das, was ist das? Ja, das ist die Butter. Ponovite za mnom, die Butter. Weiter, was ist das? Ja, das ist das Wasser. Ajde ponovite za mnom, das Wasser. Und am Ende, was ist das? Ja, das ist der Saft. Ajde ponovite za mnom, der Saft. Super, toll wart ihr. Jetzt spielen wir ein bisschen. Wir müssen hier die Paare verbinden. Ovdje moramo povezati parove. Und wo sind die Paare? A gdje su nam parovi?
Parovi su nam na linku bit.ly/einkaufen2 kojeg kopirate u Google tražilicu ili uz pomoć skenera na vašim mobitelima skenirate ovaj QR kod, te će vas također odvesti do igrice. Das, was noch wichtig ist, ono što je važno, die Videolektion könnt ihr pausieren, videolekciju možete pauzirati kako bi se poigrali. Jetzt geht Lana in den Supermarkt. Sada Lana ide u supermarket. Was kauft sie im Supermarkt? Što to ona kupuje u supermarketu? Das werdet ihr auf dem Link bit.ly/einkaufen3 erfahren. Dakle, to ćete doznati na ovom linku bit.ly/einkaufen3 koje kopirate u Google tražilicu te će vas odvesti do kratkog videa. Seid aufmerksam, budite oprezni, pažljivo slušajte i pokušajte zapamtiti što više stvari koje je Lana kupila. Die Videolektion könnt ihr natürlich pausieren, videolekciju sada naravno da možete pauzirati, kako bi odgledali ovaj kratki video. Und was habt ihr euch aus dem Video gemerkt? Što ste si zapamtili iz videa? Was kauft Lana im Supermarkt? Što to Lana kupuje u supermarketu? Nehmt jetzt bitte eure Hefte, uzmite bilježnice, Bleistifte, olovke und schreibt ins Heft i zapišite u bilježnicu was Lana im Supermarkt gekauft hat, dakle što je Lana kupila u supermarketu. Početak odgovora imate, Lana kauft, također imate i početno slovo od svega što je Lana kupila. Ihr könnt die Videolektion natürlich pausieren. Videolekciju možete pauzirati kako bi mogli zapisati što je sve Lana kupila. Und fertig. Jesmo li gotovi? Jesmo li zapisali? Es kommt eine kleine Hilfe. Evo i male pomoći. Ihr könnt jetzt kontrolieren das, was ihr ins Heft geschrieben habt. Dakle, možete prekontrolirati to što ste zapisali u bilježnici. Dakle, što je Lana kupila u supermarketu. Also, Lana kauft... Genau, Bananen. Was noch? Ja, Kartoffeln. Dann weiter, Lana kauft Milch. Mhm. Dann weiter, Lana kauft Mehl. Mhm. Lana kauft Zucker. Sie kauft Marmelade. Eier. Und... Klopapir. Dakle, Lana je kupila banane, krumpir, mlijeko, brašno, šećer, marmeladu, jaja i toaletni papir. Jetzt stell dir vor, dass du in den Supermarkt gehst. Sad si zamislite da vi idete u supermarket. Was sollst du im Supermarkt kaufen? Što trebaš kupiti u supermarketu? Das werdet ihr auf dem Link hier unten erfahren. To ćete doznati na ovom linku dolje. bit.ly/einkaufen4 kojeg kopirate u Google tražilicu ili sa skenerima na vašim mobitelima skenirajte ovaj QR kod te će vas odvesti dakle do popisa za kupovinu. Na tom popisu su sličice, a vi trebate ispod sličica napisati što se to na njima nalazi. Die Videolektion könnt ihr natürlich pausieren. Videolekciju. Kada dakle izrađujete, pišete vaš popis za kupnju, možete pauzirati. Also jetzt sind wir im Supermarkt. U supermarketu smo, das ist Ella und sie kommt an die Kasse. Ova Ella dolazi na blagajnu. Guten Tag. Guten Tag. Was kaufst du ein, Ella? Ich kaufe ein Liter Milch, eine Packung Eier, ein Kilo Äpfel und ein Brot ein. Ein Liter Milch kostet 1 Euro, eine Packung Eier kostet 2 Euro, ein Kilo Äpfel kostet 2 Euro und ein Brot kostet 3 Euro. Das macht zusammen 8 Euro. Hier bitte. Vielen Dank. Brauchst du eine Tasche? Nein, ich habe meine eigene Stofftüte. Toll, Ella. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ella kupuje litru mlijeka, pakiranje jaja, kilu jabuka i kruh. Litra mlijeka košta 1 euro, pakiranje jaja košta 2 eura, kilu jabuka košta također 2 eura i kruh košta 3 eura, što sve zajedno čini 8 eura. Nakon što je Ela platila, blagajnica je ponudila
torbu, međutim Ela ima vlastitu platnenu torbu. Ela se lijepo pozdravila sa doviđenja. Also ist es richtig oder falsch? Ispravno ili pogrešno? Da li su ove rečenice koje su ovdje ispred nas ispravne ili pogrešne? Ela sagt uns überlege. Ela nam kaže da moramo malo promisliti. Pritom, könnt ihr die Videolektion pausieren? Dakle, videolekciju možete pauzirati. Der erste Satz, Ella kauft eine Packung Milch. Sie kauft auch ein Liter Äpfel. Ella kauft auch eine Packung Eier. Sie kauft ein Brot. Also überlegt ein bisschen, sind die Sätze richtig oder falsch. Razmislite malo, da li su rečenice ispravne ili pogrešne. Und habt ihr überlegt, ist es richtig oder falsch? Jeste li razmislili? Da li su rečenice ispravne ili pogrešne? Mal sehen, jetzt kommt eine kleine Hilfe, evo i male pomoći. Ella kauft eine Packung Milch. Richtig oder falsch? Genau, das war falsch. Richtig ist, wenn wir sagen, ein Liter Milch oder zwei Liter Milch. Wichtig ist Liter. Dakle, kaže se litru mlijeka ili dvije litre mlijeka i tako dalje. Sie kauft auch ein Liter Äpfel. Da kupuje litru jabuka. Das war auch falsch. Također pogrešno. I sagen wir, kako se kaže, ein kilo äpfel oder zwei kilo oder drei kilo. Dakle, kaže se kilogram jabuka ili dva kilograma ili tri, ovisi koliko kupujemo. Ella kauft auch eine Packung Eier. Dakle, Ella kupuje pakiranje jaja. Richtig oder falsch? Ja, das war richtig. Also, das ist eine Packung Eier. Und sie kauft ein Brot. Das war auch richtig. Dakle, ona kupuje kruh. To je također bilo ispravno. Zum Beispiel, na primjer, može se još reći ein Liter Saft, litru soka oder zwei Liter oder drei Liter, ein Kilo Kartoffeln zum Beispiel, kilogram ili dva ili tri krumpira, eine Packung Bonbons, na primjer, pakiranje bombona. Und jetzt antworten wir auf die Fragen. Odgovarat ćemo na pitanja koja su vezana za tekst za razgovor koji se vodio u supermarketu između naše Ele i blagajnice. Und die erste Frage ist, wo ist Ella? Gdje je Ella? Was kauft sie im Supermarkt? Što to ona kupuje u supermarketu? Wie viel kostet ein Liter Milch? Koliko košta litra mlijeka? Wie viel kostet eine Packung Eier? Koliko košta pakiranje jaja? Wie viel kostet ein Kilo Äpfel? Koliko košta kilogram jabuka? Wie viel kostet ein Brot? Koliko košta kruh? Wie viel kostet alles zusammen? Koliko košta sve zajedno? Die Videolektion könnt ihr jetzt natürlich pausieren. Videolekciju možete pauzirati kako bi mogli odgovoriti na ova pitanja. Und habt ihr auf die Fragen geantwortet? Jeste li uspjeli odgovoriti na pitanja? Naravno da jeste. Jetzt machen wir das aber zusammen. Sada ćemo to evo zajednički napraviti. Die erste Frage, wo ist Ella? Prvo je pitanje, gdje je Ella? Und die Antwort? Ja, Ella ist im Supermarkt. Toll. Die zweite Frage, was kauft sie im Supermarkt? Što je to ona kupila? Sie kauft ein Liter Milch, eine Packung Eier, ein Kilo Äpfel und ein Brot. Nummer 3. Wie viel kostet ein Liter Milch? Koliko košta litra mlijeka? Ein Liter Milch kostet 1 Euro. Dakle, litra mlijeka košta 1 euro. Wie viel kostet eine Packung Eier? Pakiranje jaja. Eine Packung Eier kostet 2 Euro. Dakle, pakiranje jaja košta 2 euro. Wie viel kostet ein Kilo Äpfel? Koliko košta kilogram jabuka? Ein Kilo Äpfel kostet 2 euro. Dakle, kilogram jabuka košta 2 euro. Wie viel kostet ein Brot? Koliko košta kruh? Ein Brot kostet 3 euro. Wie viel kostet alles zusammen? Koliko, dakle, košta sve zajedno? Alles zusammen kostet 8 euro. Jetzt üben wir wieder ein bisschen, sada ćemo malo vježbati. Wir ergänzen die Lücken richtig. Moramo dopuniti ispravno praznine.
Der Text mit den Lücken, Text sa prazninama, nalazi se na linku bit.ly/einkaufen5, kojeg kopirate u Google tražilicu ili uz pomoć skenera na vašim mobitelima skenirajte ovaj QR kod, te će vas također odvesti do teksta. Das was noch wichtig ist, to što je još važno, die Videolektion könnt ihr natürlich pausieren. Videolekciju naravno da možete pauzirati. Jetzt kommt ein Lied auf uns zu, sada evo je na redu jedna pjesmica. Hört ihr das Lied an und antworte auf die Fragen. Treba ćemo si odslušati pjesmicu te odgovoriti na pitanja. Die erste Frage, was kauft Frida, što to Frida kupuje? Was kauft Karli, što kupuje Karli? Das Lied ist auf dem Link, pjesmica je na linku bit.ly/einkaufen6, koje kopirate u Google tražilicu. Ili, kao što već znate, uz pomoć skenera na vašim mobitelima skenirajte ovaj QR kod, te će vas također odvesti do pjesmice. Noch was? Also, hier ist eine kleine Hilfe, evo je male pomoći, koja je vezana za odgovore na pitanja Was kauft Frida und Was kauft Karli? Zu antwortest du, Frida kauft, Frida kupuje. I evo imate početna slova. Ispisana, Karli kauft, također su ispisana početna slova, und die Antworten schreibt ihr bitte ins Heft, a odgovore ćete dakle zapisati u bilježnicu. Die Videolektion könnt ihr natürlich pausieren, videolekciju možete sada pauzirati kako bi se odslušali pjesmicu te mogli odgovoriti na pitanja. Dakle, što kupuje Frida, odnosno što kupuje Karli. Und, wie lauten die Antworten? Kako glase odgovori? Was habt ihr geschrieben? Što ste zapisali? Mal sehen. Frida kauft. A ja? Tako je, jaja. Dan? Zitronen, tako je, limune. Äpfel, jabuke und... Rosinen, grožđice. Und Karli, Karli kauft, Orangensaft, sok od naranđe, Käse, sir und Eis, sladoled. Jetzt üben wir wieder ein bisschen, sada ćemo evo opet malo vježbati. Wir müssen die richtige Lösung im Kreuzworträtsel finden. Moramo pronaći ispravno rješenje u križaljci. Das Kreuzworträtsel ist auf dem Link, dakle, križaljka nam je na linku, bit.ly/einkaufen7, koje kopirate u Google tražilicu, ili uz pomoć skenera na vašim mobitelima, kao što vam je već poznato, skenirate ovaj QR kod, će vas također odvesti do križaljke. Die Videolektion könnt ihr natürlich jetzt pausieren, dakle, videolekciju možete pauzirati, kako bi mogli riješiti križaljku. Und jetzt ist die Hausaufgabe dran. Evo na redu nam je zadaća. Schreib deine Einkaufsliste. Dakle, trebate napisati popis, vaš popis za kupovinu. Zeichne das, was du kaufst, nacrtajte što trebate kupiti. Und die Liste schickst du an deine Lehrer, deine Lehrerinu, a popis ćete naravno poslati vašem učitelju, odnosno učiteljici. Als Hilfe, kao pomoć, ist meine Einkaufsliste. Dakle, moj popis za kupovinu. Und ich kaufe 2 Liter Saft, eine Packung Eier, 1 Kilo Bananen, eine Packung Bonbons, 1 Liter Wasser und ein Brot. Dakle, moram kupiti 2 litre soka, pakiranje jaja, kilo banana, jedno pakiranje bonbona, litru vode i kruh. Und ich habe auch gezeichnet, das was ich kaufen muss. Dakle, sam je nacrtala to što moram kupiti. Also, viel Spaß! Und am Ende bewerten wir uns, na kraju ćemo se ocijeniti. Und das mit Daumen nach oben, i to sa palcem prema gore, in die Mitte, u sredinu, Daumen nach unten. Ich bin sicher, dass unser Daumen immer nach oben sein wird. Sigurna sam da ćemo uvijek imati palac prema gore. Ich kann Essen und Trinken nennen, mogu imenovati jelo i piće. Ich kann einem Video und einem Lied Informationen entnehmen, mogu izvući iz videa. I iz pjesmice informacije, ich kann sagen, was ich einkaufen, mogu reći što kupujem, ich kann einen Text verstehen i mogu razumjeti tekst.
Also, meine lieben Kinder, das wäre alles für heute. Draga moja djeco, to bi bilo sve za danas. Tschüss an alle und bis zum nächsten Mal.